Willkommen bei Watchlist von Prime Video Club. Wir stellen euch heute unsere Lieblingstitel vor. Seid gespannt! Ich bin YouTuberin und Instagrammerin und ganz, ganz, ja, großer Fan von Filmen und Serien. Deswegen freue ich mich sehr auf die Folge heute. Heute geht es um das Thema Social Media und alle Titel, die wir für euch vorbereitet haben, sind auf Prime Video verfügbar. Wir haben uns hier für die Kategorie Social Media entschieden, weil das ein Thema ist, das wir beide auf jeden Fall gemeinsam haben. Rick, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Wie viel nimmt denn Social Media so ein in deinem Alltag? Also ich muss sagen, aktuell nimmt Social Media wirklich sehr, sehr viel Zeit in meinem Alltag ein, sogar die meiste Zeit, würde ich sagen. Aber bei mir ist es weniger der Konsum von Social Media, sondern mehr die Content-Erstellung. Aber ich bin extrem viel mit Social Media beschäftigt. Ja, und ich glaube, dass das auch generell in unserer Generation ist und auch bei Leuten, die jünger sind als wir, dass einfach Social Media ein riesiges Thema ist. Und ja, deswegen wollen wir drüber sprechen. Beim Thema Social Media muss ich direkt an den Film Nerf denken. Der ist 2016 rausgekommen. Willkommen zu Nerf. Ein Spiel wie Wahrheit oder Pflicht. Ohne die Wahrheit. Watcher zahlen, um zuzusehen. Player spielen, um Geld und Ruhm zu gewinnen. Bist du Watcher oder Player? Bist du Watcher oder Player? Ist das legal? Weh, das Leben rauscht an dir vorbei. Du musst ab und zu mal was riskieren. Küss einen Fremden für 5 Sekunden? Küss einfach den da. Also es ist sehr real gehalten, finde ich. Und man findet das dann auch eigentlich ganz gut am Anfang und denkt sich, diese Charaktere, die eigentlich total in sich gekehrt sind, kommen plötzlich aus sich raus und alles ist cool und jeder hat Spaß. Aber dann irgendwann kommt halt auch die Kehrseite und man sieht, dass doch nicht alles so cool ist. Identität gestohlen. Du bist unsere Gefangene. Wir kontrollieren dein Leben. Officer, ich brauche Hilfe. Wie? Tu das nicht. Der einzige Ausweg ist zu gewinnen. Denk dran, du bist meine Augen. Oh mein Gott. Schneller! Und die Follower können sozusagen ihren Playern Aufgaben geben, die sie dann erledigen müssen. Und das Ganze geht dann voll ins Extreme und artet total aus. Also absolut guter Film. Okay. Ist das wie? Wo finde ich dieses Kleid? Das sieht hübsch aus. Okay, also es gibt quasi die zwei Kategorien, Watcher und Player, für die man sich entscheiden kann. Die Watcher sind im Endeffekt einfach Follower, die aber noch ein bisschen interaktiver mit dem Influencer agieren können, indem sie ihm einfach Aufgaben geben, die er dann erledigen muss. Ey, ich finde das super spannend. Ich habe jetzt gerade parallel auch schon so ein bisschen mit überlegt, ob ich wohl Watcher oder Player wäre. Ich glaube, ich muss mir das heute Abend unbedingt mal angucken. Leute, wir wollen wissen, wärt ihr eher Watcher oder eher Player? Schreibt's in die Kommentare, wir wollen's wissen. Lisa, jetzt bin ich gespannt über deine erste Empfehlung. Also bei mir ist es eine Serie, The Bold Type heißt die, und das geht nochmal in eine ganz andere Richtung. Ich würde sagen, das ist sowas wie eine moderne Version von Sex and the City. Heute packen wir die Themen an, die eine moderne Frau beschäftigen. Okay, schnappen wir sie, und ich habe gerade meine erste Story bekommen. Also man ist auch in New York und begleitet drei junge Frauen, die bei einem New Yorker Magazin arbeiten. Und dieses Magazin, das bewegt sich gerade so oder befindet sich so auf dem Übergang zwischen, okay, wir sind ein altes, eingesessenes Printmagazin, wollen aber auch Social Media machen. Alles wird getwittert, alles wird auf Instagram geteilt. Und ja, es ist halt total spannend, so einerseits, weil die Serie auch sehr locker und humorvoll ist, sich das anzugucken. Also es ist sehr unterhaltsam. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema aktuell. Da können sicherlich viele Unternehmen dazu relaten. Ja, voll. Also man beobachtet da noch immer wieder so das Board sozusagen. Also diejenigen, die einfach verantwortlich sind für die Linie, wo das Magazin halt hingeht. Und dann halt, ja, die jungen Journalistinnen, die da immer dann wieder so Präsentationen halten und versuchen zu erklären, warum es total wichtig ist, dass das Magazin auf Social Media vertreten ist. Oder sie organisieren dann zum Beispiel auch so eine Party, wo dann niemand ein Smartphone mitnehmen darf, weil es eben genau darum geht, dass man einen Abend lang quasi alle das weglegen sollen. Und ja, es geht
auch einfach darum, wie man ja wichtige Messages dann übers Internet verbreiten kann. Bei The Bold Type ist es ja so, dass die Charaktere viel Zeit auf Social Media und generell am Handy verbringen. Und mich würde es jetzt mal interessieren, wie das denn so bei euch ist. Wie viel nutzt ihr so Social Media und wie ist eure Screen Time? Also wie viel Zeit verbringt ihr am Handy? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Zum Thema Social Media habe ich noch einen Film, der heißt I'm Not My Body. Es ist ein sehr alternativer Film und nur 25 bis 30 Minuten lang, mit sehr wenigen Mitteln gedreht. Also es ist nicht der absolute Hollywood-Streifen, so wie wir es sonst kennen. کوچولوی ما فردا که میخواد بیاد قرار تو رو چی صدا کنه؟ منیر جون، خانم جون، مادر بزرگ؟ In dem Film geht es um einen iranischen Nachrichtensprecher, der mit Cyberbullying zu kämpfen hat. Seine Nacktbilder werden im Internet verbreitet und die ganze Gesellschaft lässt ihren Hate auf ihm ab. Also von Verwandten, Freunden bis über Leute, die ihn überhaupt nicht kennen. Und das ist extrem, das mit anzusehen. Man sieht so seinen Leidensweg und ist auf jeden Fall interessant, sich das einmal reinzuziehen. Allerdings nicht für jeden was, weil es ist auf jeden Fall nicht der klassische Hollywood-Streifen. Aber es ist ja auf jeden Fall auch ein sehr wichtiges und sehr aktuelles Thema. Ich glaube, gerade so dieses Problem, dass irgendwo Nacktfotos veröffentlicht werden oder dass es Cyberbullying gibt, das, glaube ich, betrifft auch mehr Leute, als man denkt. Deswegen auch sehr so am Zahn der Zeit dann leider. Absolut. Ich denke auch, dass das ein extrem wichtiges Thema ist und man auf seine Daten im Internet auf jeden Fall aufpassen sollte, weil das kann Existenzen zerstören, wenn da die falschen Sachen an die Öffentlichkeit getragen werden. ببین پیامی چیزی برات نیومده؟ دایی جون من هم گوشی بردار. Wie schätzt du denn den Film so ein? Wäre das jetzt was, was du allen Leuten weiterempfehlen würdest? Der Film ist eher aufklärend und weniger ein Unterhaltungsfilm. Ich würde ihn trotzdem weiterempfehlen, damit man sich mit diesem Thema ein bisschen befasst. Ich finde es wichtig, dass man sich weiterbildet und sich auch informative Filme anschaut. Dementsprechend würde ich diesen Film im Thema Social Media auf jeden Fall weiterempfehlen, aber es ist auf jeden Fall nicht der klassische Film, den man sich so abends zusammen mit seiner Freundin reinzieht. Alles klar, das war's von uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, kommentiert dieses Video und sagt uns, wie es euch gefallen hat. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe jetzt richtig Bock auf einen Film- und Serienabend. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr das Video liked, einen Kommentar schreibt und den Kanal abonniert. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.